Hey Leute, heute ist die Mass Effect Legendary Edition erschienen, erhältlich für PlayStation, Xbox und natürlich für PC. Die Switch geht leer aus an der Stelle, aber das ist nicht verwunderlich, denn wir kriegen hier eine 4K-mögliche Edition unserer geliebten Mass Effect Trilogie inklusive so ziemlich aller DLCs und ich will euch heute einen ganz kleinen Ersteindruck von mir geben und außerdem sollt ihr wissen, warum ihr unbedingt die Mass Effect Legendary Edition spielen müsst. Also, Intro und los! Ja, also für mich ist der Hauptgrund, warum ich mir die Legendary Edition geholt habe und nicht einfach nochmal 1 bis 3 auf der Xbox über EA Play im Game Pass spiele, ganz einfach, weil die Spiele nicht alle besonders gut gealtert sind. Vor allem der fantastische erste Teil. Mein Favorite ist Teil 2, den habe ich auch vor gar nicht allzu langer Zeit nochmal durchgespielt in der 360-Variante, aber vor allem der erste Teil, der Start dieser tollen Space-Saga, der hat leider die Zeit nicht so gut überdauert. Der ist auch damals, als der rausgekommen ist, auf der Xbox 360 hauptsächlich, technisch schon so ein bisschen kantig, so ein bisschen schroff gewesen und hat viel gewollt und nicht alles davon so richtig gut hingekriegt, was er denn machen wollte, zumindest vom technischen Aspekt. Das Gameplay an sich war okay, hatte hier und da aber ein paar Ecken und Kanten. Und genau hier ist der Punkt, wo die Legendary Edition eigentlich der Pflichtkauf ist für jeden, der Mass Effect geil findet und die Dinger nochmal spielen will oder vielleicht auch für die ganzen neuen potenziellen Mass Effect Fans da draußen, die mit der Serie noch gar keine Berührungspunkte hatten oder vielleicht nur Andromeda mitgekriegt haben auf der PS4. Lange Rede, kurzer Sinn. Was macht die Mass Effect Legendary Edition? Ihr seht hier auch schon ein bisschen Gameplay. Die ursprünglichen Spiele sind nahezu unverändert, aber sie sind natürlich technisch aufbereitet worden und Teil 1 hat hier die meiste Liebe abgekriegt, denn Teil 1 hat sich damals schon spielerisch auch noch sehr vom zweiten und auch später vom dritten Teil noch unterschieden, hatte ein paar ganz andere Mechaniken, die im Vergleich zum zweiten und dritten Teil vielleicht ein bisschen clunky daherkommen können. Und genau hier hat Electronic Arts angesetzt und hat die Spiele spielerisch alle näher zusammengeschoben und Teil 1 hat die meisten Veränderungen dadurch bekommen. Das Interface ist dem aus 2 und 3 angepasst worden. Es gab ein paar Gameplay-Balancing-Geschichten, die sich geändert haben. Zum Beispiel war es in der Urversion so, dass du, wenn du als Vanguard gespielt hast, also als jemand, der Biotics benutzen kann und Shotguns und Pistolen benutzen kann, wenn du da einen Sniper-Rifle ausgepackt hast, dann hast du nicht mal zoomen können und hattest nicht mal ein Reticle, also nicht mal ein Fadenkreuz. Das ist geändert worden. Du kannst jetzt alle Waffen benutzen mit jeder Klasse. Du hast natürlich Vorteile, wenn du trotzdem die Waffen benutzt, die für deine Klasse als besonders gut gelten, weil du da halt Skillpunkte rein verteilen kannst. Das kannst du nicht in allen, das kannst du zum Beispiel als Biotic, kannst du nur mit Pistolen umgehen, als Vanguard kannst du mit Pistolen und Shotguns umgehen und in alles andere kannst du keine Skillpunkte reinsetzen. So, das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass sie am Gamefluss vom Schießen her, vom Fighten her, Teil 1 auch ein bisschen poliert haben. Das fühlt sich jetzt alles deutlich runder an. Das Feedback ist viel, viel genauer. Man hat einfach das Gefühl, hier wirklich eine modernere Version dieses alten Klassikers zu haben. Und das war für mich ganz, 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 ganz wichtig. Denn Mass Effect 1, so sehr ich es damals geliebt habe, ich habe mich immer davor gescheut, das nochmal zu spielen, weil ich die ganze Zeit im Hinterkopf hatte, wie clunky das Ganze doch ist, wie schroff, wie unpräzise sich das Schießen angefühlt hat und so weiter. Und Mass Effect 2 war da einfach schon so viel weiter voraus und hat sich viel, viel besser wie ein ordentliches Actionspiel gespielt, während das im ersten Teil alles noch ziemlich holprig war. Und allein das rechtfertigt für mich schon den Kauf der Legendary Edition, denn ich kann jetzt auf meiner Series X Mass Effect 1 in 4K in 60 Frames spielen und ich
liebe es. Ich habe heute schon so gute 1,5 Stunden gespielt. Das Gameplay-Material, was ihr hier seht, ist alles aus den Anfangsstunden von Teil 1. Teil 2 und 3 muss man noch extra installieren, zumindest wenn man es digital gekauft hat. Habe ich noch nicht runtergeladen, deswegen dafür noch kein Gameplay. Für mich war Teil 1 halt ausschlaggebend. Ich bin absolut zufrieden. Ich habe nichts auszusetzen an den Veränderungen, die bisher für mich in Teil 1 spürbar waren. Ich bin jetzt noch nicht an der Stelle, dass ich den Marco, also diesen Space Buggy hätte steuern können oder sowas in der Richtung. Das Voice Acting ist nach wie vor hervorragend. Da hat sich nichts geändert. Natürlich sieht Mass Effect nicht aus wie ein Spiel aus 2021. Also die Charaktermodelle, die Figuren und so weiter, die sind nicht komplett vom Grund auf neu gebaut worden. Die haben neue Texturen gekriegt. Aber das ist immer noch das alte Spiel damals von Mitte der 2000er. Das sieht man im Spiel halt schon irgendwie an. Mass Effect 3 sieht halt insgesamt deutlich geiler aus, aber nichtsdestotrotz hat sich dieses Remaster mehr als gelohnt. Leute, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Wenn ihr entweder Mass Effect Fan seid, holt euch die Legendary Edition. Wenn ihr Fan von guten Rollenspielen mit einer tollen Story und einer glaubhaften Welt seid, dann holt euch die Mass Effect Legendary Edition. Wenn ihr einfach Science-Fiction-Fan seid und ihr steht auf gut ausgearbeitete Charaktere, geiles Setting und viel brachiale Action drumherum, kauft euch die Mass Effect Legendary Edition. Oder wenn ihr einfach vielleicht gerade 15, 16 Jahre alt seid, ihr habt noch nie Mass Effect gespielt. Leute, um Himmels Willen, holt euch die Mass Effect Legendary Edition. Das war's von mir für heute. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende oder welcher Tag heute auch immer sein mag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out.